Herzlich willkommen bei meinem Single-Coaching. Darf ich als Frau einen Mann ansprechen? Und wenn ja, was sollte ich tun? Wie sollte ich das tun? Bitte, bitte tu dir als Frau den Gefallen und sprich einen Mann nicht direkt an. Ja? Geh nicht auf den Mann zu und sag ihm, hey, ich finde dich interessant, wollen wir nicht mal Nummern austauschen, wollen wir uns mal treffen. Tu das nicht. Was du tun sollst, sage ich dir gleich. Erstmal sage ich dir, warum du das nicht tun sollst. Ich gehe davon aus, dass du einen Partner finden möchtest, der langfristig zu dir passt und mit dem du wirklich glücklich sein kannst. Männer und Frauen können Gefühle und Intimität, / Sexualität leichter voneinander trennen. Das heißt, für einen Mann ist es viel einfacher, einfach, wenn er zwischen Partnerschaften ist oder nicht richtig drin oder wie auch immer, zwischendurch einfach mal irgendetwas zu haben. Das heißt, wenn sich für einen Mann etwas ergibt, ist es für ihn ungefährlicher, zuzugreifen, einfach mal was auszuprobieren, als für die Frau, weil die Frau dann oft länger emotional involviert ist und sich sehr viel schwerer tut, sich wieder zu lösen. So, das heißt, wenn du als Frau einem Mann ein Angebot machst, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er das annimmt, auch wenn er nicht wirklich 100% Interesse an dir hat, als andersrum. Ja, du wirst wahrscheinlich viel genauer hingucken, ob du darauf eingehst oder nicht. Und besonders, wenn du dich jetzt mit dem Thema Partnersuche intensiv auseinandersetzt, dann wirst du viel genauer prüfen, ob du da jemanden hast, der wirklich zu dir passt, mit dem du dir eine langfristige Partnerschaft vorstellen kannst. Und deshalb ist es an dir zu prüfen. Und ganz wichtig ist es für dich, zu wissen oder zu sehen, hat dieser Mann ehrliches Interesse an dir. Und wenn er das hat, wenn er gerade frei ist, wenn er offen ist, wenn er dich jetzt so auf den ersten Eindruck interessant findet, wenn das erste Gespräch angenehm war und wenn er gerade auf Partnersuche ist, wird er dich ansprechen. Der Mann weiß in der Regel, dass es seine Aufgabe ist. Da sind wir einfach in dieser klassischen Rollenverteilung drin. Und die wenigsten werden diese Chance nicht ergreifen. Wenn wir jetzt total schüchtern sind, dann vielleicht nicht. Dann darfst du da noch so ein bisschen nachhelfen und darfst dich ein bisschen mehr investieren. Aber ansonsten weiß eigentlich jedermann, dass es seine Aufgabe ist. Also nicht direkt ansprechen, wollen wir mal Nummern austauschen, wollen wir uns mal treffen. Aber was kannst du tun? Deine Aufgabe ist es jetzt, wenn du einen Mann interessant findest, und das musst du sogar tun, ja? Denn Männer holen sich in der Regel viel mehr Körper ab als Frauen. Und Männer haben eine viel größere Angst davor, einen Korb zu bekommen und Ablehnung zu bekommen. Das heißt, ein Mann wird eine Frau eigentlich nur ansprechen, wenn er eine Aufforderung bekommt. Und wenn er das Gefühl hat, sie wird nicht Nein sagen. So, das heißt, es ist deine Aufgabe, dem Mann zu zeigen, ja, du darfst mich ansprechen, wahrscheinlich werde ich nicht Nein sagen, du hast bei mir nichts zu befürchten und dass du es ihm leichter machst, dass er dich anspricht. Das ist deine Aufgabe. Und dieses Bild finde ich total schön, wenn wir jetzt einfach mal von Jagd und Jäger, und da gibt es ja auch ganz viele Anekdoten um dieses Thema, wenn wir uns das aber mit dem Jagdthema angucken, sind wir bei Männern und Frauen in dem einzigen, das ist die einzige Situation, von der ich jetzt gerade weiß, wo das Wild dem Jäger auflauert. Sonst hast du immer den Jäger und das Wild läuft weg. Hier ist aber andersrum. Das Wild, wir nehmen es einfach mal so als Beispiel. Ja, ich will natürlich nicht sagen, dass du als Frau, dass wir als Frauen, dass wir wild sind. Nein, das nicht. Aber hier ist es so, dass wir dem Mann das Gefühl geben, hey, du darfst mich erobern. Ja, du darfst mich ansprechen. Das ist deine Aufgabe. Am besten machst du das mit Blickkontakt. Du findest auch andere Videos dazu. Wir haben jetzt auch im nächsten Monat die Live-Konferenz zu dem Thema Ansprache. Da werden wir
ganz, ganz viel Brainstorming dazu machen. Da kannst du einmal kostenfrei teilnehmen bei diesen Live-Konferenzen. Ganz viele Angebote, in denen es darum geht, wo du auch mehr darüber erfahren kannst. So, aber das, was du auf alle Fälle machen musst, ist Blickkontakt aufbauen. Ja, das ist wirklich deine Aufgabe. Und dann kannst du noch andere Dinge tun, wie du den Mann dazu einlädst, dass er dich ansprechen darf. Guck dir auch die anderen Videos dazu an. Klick Daumen nach oben. Jetzt aber erstmal, hier ging es um die Frage, darfst du als Frau einen Mann ansprechen? Und nein, bitte nicht direkt, aber bau den Kontakt auf. Guck, was du tun kannst, damit du dem Mann einen Knochen hinwirfst, damit er anbeißen kann. Und wie du es ihm leicht machen kannst, dass er dich anspricht. Wie du das tust, an anderer Stelle. So viel erstmal immer dazu. Und ich wünsche dir alles Gute auf diesem Weg. Und bitte, bitte trau dich. Trau dich, diese Signale auszusenden. Denn die Männer haben echt Schiss davor, Körbe zu bekommen. Und es ist unser Job als Frauen, es den Männern in diesem Bereich leichter zu machen. Sei dir dessen bitte bewusst. Der Mann wird Angst haben, dich anzusprechen, gerade wenn er dich interessant findet. Er wird Angst haben. Hilf ihm dabei. Und so hilfst du euch. Alles, alles Gute. Tschüss.